Meine lieben Damen und Herren, wir kommen nun zum ersten inhaltlichen Programmpunkt. Während im Hintergrund noch das Essen aufgebaut wird, steigen wir schon ein. Julien Pyrasch, wie eben schon angekündigt, wird sprechen jetzt gleich über die Orca-Themenwelt digitale Kompetenzen. Julien, für alle, die vorher nicht dabei waren, arbeitet bei uns im Landesportal Orca NRW Team und betreut unter anderem die Projekte Indigo und Digicom. Nur so viel, wir beim Landesportal versuchen, eine Vielzahl an Themen inhaltlich anzubieten und abzudecken. Die Orca-Themenwelt soll eine zielgruppenspezifische Auswahl von kuratierten OER-Materialien zum Thema digitale Kompetenzen anbieten. Jetzt möchte ich aber dem Julien nicht so viel von seiner kostbaren Redezeit wegnehmen, sondern an dich übergeben. Lieber Julien, die Bühne gehört dir. Ja, vielen Dank. So, noch einmal, es freut mich hier zu sein und ich möchte Ihnen heute etwas zu digitalen Kompetenzen, unserem Projekt und der Orca-Taxonomie erzählen. Wir haben ein paar Punkte, eine kurze Projektvorstellung, dann einen kurzen Umriss um die tatsächlichen drei Teile der Taxonomie, wie sie aktuell gedacht ist. Dann möchte ich auf die Methodik eingehen, welchen Ansatz haben wir gewählt, um zum Ergebnis zu kommen und dementsprechend dann natürlich auch die Ergebnisse vorstellen, die Themenwelt präsentieren und dann auch unseren Willen, die Verstetigung der Lehr- und Lehrmaterialien wie auch der Themenwelt, weil das natürlich eng miteinander verknüpft ist, ein wenig aufzuführen und auch eine Bitte an Sie zu richten. So, zuerst zur Projektvorstellung. Markus, also Herr Daimann, hat ja schon gerade einiges vorweggenommen. Wir sind ein Projekt, das sich darauf konzentriert, ein wenig Ordnung in die Projektlandschaft zu bringen, die durch das MKW und die DH, die Digitale Hochschule, gefördert werden. Es gibt eine enorme Anzahl an Projekten. Aktuell haben wir 329 ausgewertet und die Tendenz ist ja halt nach wie vor steigend. Und zwar enorm steigend. Also wollen wir diese Projekte bei uns im Landesportal, das Lehrmaterial, was sie produzieren, präsentieren und Ordnung in diese reinbringen. Förderlinien, die bei einer Förderung oder die gefördert werden, sind beispielsweise Data Literacy Education, OER Content in den diversen Runden, die auch direkt von uns betreut werden, Curriculum 4.0 und CIS NRW. Andere gibt es natürlich auch noch, wie zum Beispiel die Digital Fellowship und FDM at Studium beispielsweise. Also da gibt es eine Menge, aber das sind vorwiegend die Förderlinien, deren Anträge wir auswerten können oder ausgewertet haben. Unser endgültiges Ziel ist es, eine zielgruppenadäquate und praxisnahe Präsentation der Lehrmaterialien durch eine inhaltliche Kategorisierung anhand von bestehenden Kompetenzklassifikationen vorzunehmen. Ist jetzt ein bisschen sperrig, aber das wird im Laufe jetzt noch klarer. Die drei Teile. Wir haben uns in Anlehnung an die klassische Aufteilung Knowledge, Skills und Experience gewidmet. Das Knowledge ist im Deutschen bei uns in der Themenwelt unter den zu vermittelnden Kompetenzen zu finden. Die Basis dafür ist die Strategie der Kultusministerkonferenz und die sechs übergeordneten Kompetenzfelder, die dort definiert werden. Bei den zu erwerbenden Skills haben wir uns auf das Future Skills Framework konzentriert, das vom Stifterverband in Zusammenarbeit mit der Privatwirtschaft entwickelt wurde und 21 Skills für den Arbeitsmarkt definiert, die in den nächsten 5 Jahren von besonderer Relevanz sind. Und eine kleine Wortneuschöpfung, wenn auch nicht inhaltlicher Natur, ist das Digital Readiness Level oder DRL in kurz, die wir anhand der Taxonomie der Quality Assurance Agency UK oder in kurz QAA, entwickelt haben. Das ist ein Level, das sich von 1 bis 5 bewegt und anhand von 6 Bewertungskriterien erstellt wird. Das ist unsere Experience und diese gibt den Grad der digitalen Erfahrung innerhalb
während der Verwendung der Lehrmaterialien dar. Also ist es komplett analog oder komplett digital? Darauf aber dann später auch noch ein wenig mehr. Die Methodik. In ganz kurz, wir haben Projektanträge ausgewertet, und zwar eine Menge. Wie gesagt, 329. Wir sind in einer recht einzigartigen Situation, dass wir Zugang zu diesen Projektanträgen haben und sie entsprechend durcharbeiten, klassifizieren und bewerten können. Dafür haben wir uns zunächst einmal dem Problem gestellt, welche Begriffe werden denn überhaupt genutzt, um digitale Kompetenzen zu beschreiben. Das geht wieder auf das, was ich vorhin gesagt habe, zurück. Wir wollen praxisnah arbeiten. Deswegen auch die Projektanträge als sehr gutes Mittel. Und darüber hinaus, welche Begriffe werden für die Beschreibung von Vermittlungsmethoden für digitale Kompetenzen benutzt? Also in welchem didaktischen Kontext stehen jeweils die Kompetenzen an sich? Wir haben zunächst eine Erarbeitung des theoretischen Rahmens vorgenommen. Das bedeutet die Frameworks, die KMK, die Future Skills und die QEA-Rahmen, die ich vorhin auch schon erwähnt habe, um relevante Begriffe zunächst einmal zu identifizieren, die wir dann eventuell weiter nutzen wollen. Anschließend haben wir dann einmal dieses Dokument der QEA übersetzt und an den deutschen Sprachraum angeglichen. Über den Link, den finden Sie später am Ende der Präsentation auch nochmal als QR-Code, das heißt, den können Sie dann einfach mit dem Handy einmal abfotografieren und sollten dann ohne Probleme zu der jeweiligen Website bei uns auf dem Server gelangen. Wir brauchten Schlagwörter, Keywords, um herauszufinden, wie wir diese Anträge destillieren können. Also wo ist das, was wir zur Ordnung und zur Klassifikation nutzen können? Wir haben uns die Frage gestellt, ob es möglich ist, bestimmten Projektinhalten bestimmte Kompetenzen der eben genannten Frameworks zuzuordnen. Dafür haben wir diese 329 Anträge ausgewertet und sind dabei so vorgegangen, dass wir zunächst einmal eine umfassende Liste mit aus dem Wortlaut der jeweiligen Anträge erstellt haben von Begriffen, die mit digitalen Kompetenzen zu tun haben. Diese Liste haben wir dann angeglichen, damit wir eine entsprechende Auswertung machen. Das heißt, wir haben Synonyme zusammengeführt, aber auch Schreibweisen angeglichen, um eine Einzigartigkeit zu gewährleisten und dann damit die Analyse zu ermöglichen. Wir haben inhaltlich, soweit es möglich war, geclustert, ohne dass wir uns zu weit aus dem Fenster gelehnt haben, weil wir den Hochschulen, die ihr Fach ja durchaus verstehen, nichts vorschreiben wollten. Und haben dann nach den bestehenden Frameworks, das heißt nach den KMK, nach der KMK-Strategie, den Future Skills und der QEA bewertet und zugeordnet. Diese Datenlage haben wir dann analysiert und eine Website-Auswertung erstellt, zu der ich gleich auch nochmal kurz kommen werde. Diese ist im Übrigen auch öffentlich zugänglich und da können Sie sich dann bei Interesse ebenfalls drauf austoben. Im Anschluss, das ist jetzt so unser aktuellstes Thema, haben wir ein Clustering nach Herausforderungen gesucht. Hintergedanke ist, wenn ein Lehrender sich einem bestimmten Problem gegenüber sieht, beispielsweise, dass in dem Bereich, in dem er tätig ist und für den er Lehrmaterial entwickelt, die Leute Digitalisierung eigentlich gar nicht mögen, dann ist die Idee, dass er auf Orca nach anderen Projekten suchen kann, die solch ein Problem haben und dann entsprechend auch andere findet, die eine potenzielle Lösung anbieten können oder durchgeführt haben und dann Erfahrungsberichte vorzuweisen haben. Dass so eine Vernetzung gefördert wird und Orca als Landesportal nicht nur sich auf die Inhalte der Lehrmaterialien bezieht, sondern auch anderweitig noch Hilfe bieten kann, um Probleme zu lösen. Genau, wir haben diese Projektanträge durchgearbeitet und im Vorfeld größere Problemfelder identifiziert. Und diese Problemfelder waren Grundlage für unsere Tagung im November letzten Jahres. Das Feedback und die Bearbeitung der Workshops, die auf diesen
Problemfeldern, die wir herausgearbeitet haben, basiert haben, haben wir ausgewertet und dann unsere Annahmen entsprechend verifiziert bzw. falsifiziert, um uns dann am Ende auf ein paar möglichst wenige Problemfelder zu begrenzen. So, jetzt wollen wir aber erst einmal zu den Ergebnissen kommen, nämlich zu der Taxonomie. Hier sehen Sie eine kleine Word-Cloud mit verschiedenen Begriffen. Ich glaube, das sind so die Top 10 der häufig genanntesten Begriffe innerhalb der Anträge, die irgendwas mit digitalen Kompetenzen zu tun haben. Da ist noch keine Wertung drin, ist eine rein zahlenmäßige Auswertung. So, was glauben Sie? Was sind so von diesen die Top 5? Blended Learning, an welcher Stelle? Okay, merken Sie sich das? Wir fangen nämlich von hinten an, bei der 5. Die 5 ist, oder auch nicht, das war die andere Präsentation, also vollkommen richtig. Jackpot geknackt. Leider habe ich keinen Preis, aber nichtsdestotrotz, was wäre das zweite? Irgendwer eine Idee? Einfach reinrufen. Verdammt! Gibt es noch was? Noch eine Vermutung für die 3? Nicht ganz. Für die 4? Okay. Da wäre dann der Inverted Classroom und die 5 ist E-Assessment. Um das Ganze jetzt einmal genauer anzugucken, würde ich einmal bitte die Regie bitten, auf die Website zu gehen, also die Auswertung, die wir haben anfertigen lassen. Genau, und einmal kurz auf die zweite Kachel. Genau, hier sind die Häufigkeiten noch einmal in Zahlen aufgeführt. Wir gehen diese Liste jetzt nicht durch, das ist ein bisschen viel, das sind einige Keywords, aber hier können Sie das alles noch einmal nachlesen. Wie gesagt, die Links finden Sie am Ende der Präsentation nochmal als QR-Codes. Gut, dann einmal bitte noch zurück. Und genau, die KMK-Kompetenzen. Das war jetzt nämlich unser nächster Schritt. Nachdem wir diese Keyword-Liste hatten, haben wir entsprechend der Frameworks eine Kompetenzzuordnung vorgenommen. Und hier sehen Sie eine Aufzählung, wie viele bzw. welche Kompetenzen innerhalb der KMK-Strategie wie häufig innerhalb der Anträge gefördert wurden. Dafür hatten wir im Schritt davor jedem einzelnen Keyword, das Sie vorhin in dieser Liste gesehen haben, die KMK-Kompetenzen zugeordnet. Dazu muss man sagen, die standen dann entsprechend nicht alleine, sondern das ging immer aus dem Kontext der Anträge heraus. Das heißt, die Bewertung, das ist dann ein wenig Eigenkritik, ist natürlich ein wenig subjektiv und ist Stand zur Diskussion. Nichtsdestotrotz haben wir es als fruchtbar erachtet, dass man das als erste Einschätzung definitiv nutzen kann. Und das Ergebnis ist, dass es 3 Kompetenzfelder gibt, die besonders stark in den aktuellen oder in unseren untersuchten Anträgen gefördert werden. Nämlich das Kompetenzfeld Suchen, Verarbeiten und Aufbewahren, Produzieren und Präsentieren, Problemlösen und Handeln. Während Kommunizieren, Kooperieren, Schützen und Sicher agieren und Analysieren und Reflektieren eher weniger stark gefördert werden. Aber es gibt keine Kompetenz, die komplett rausfliegt. Das hat mich persönlich sehr gefreut und das ändert sich, wenn wir uns gleich einmal die Future Skills angucken. Für Ihre Information, wenn die Regie einmal bitte auf einen Balken klickt, genau, sehen Sie hier noch einmal eine Liste aller Keywords, die diese einzelne Kompetenz erfüllen und dahinter eine Zahl. Und diese Zahl besagt, wie viele andere, also Kompetenzen insgesamt in dem Framework dieser diesem Keyword zugeordnet wurden. Der Gedanke dahinter ist, dass man unterscheiden kann zwischen großflächigen, anderen Frameworks, die per Antrag für digitale Kompetenzen gefördert werden und deswegen in unserer Liste gelandet sind und dementsprechend auch alle Kompetenzen der KMK-Strategie erfüllen, weil es nun mal sehr breitflächig angedacht ist, unterscheiden kann zu sehr speziellen Keywords, die beispielsweise wie Datenstrukturierung genau auf eine Kompetenz abzielen und diese spezialisiert fördern sollen.
Genau. Dann noch einmal bitte zurück. Und dasselbe Spielchen mit den Future Skills. Selber Ansatz. Wir haben Kompetenzen, die Keywords den Kompetenzen zugeordnet. Bei dem Future Skill Framework sind es 21. Und dabei kam heraus, dass insbesondere Digital Literacy, Digital Learning und die klassische Kompetenz der Lösungsfähigkeit besonders hervortritt. Ist im Großen und Ganzen relativ deckungsgleich mit der KMK-Strategie. Allerdings durch die größere Granularität des Frameworks an sich gibt es andere Bereiche, wie zum Beispiel Digital Ethics, was in dem Kontext sehr stark mit dem Schützen und sicher Agieren der KMK-Strategie übereinstimmt, inhaltlich gesehen. Und die digitale Kollaboration ebenso wie, genau, das war noch unternehmerisches Handeln und Eigeninitiative, also die Kompetenzen, die so im Bereich 40 liegen, sind relativ deckungsgleich mit der zweiten Gruppe der KMK. Und dann gibt es noch das Schlusslicht innerhalb der Future Skills, sowas wie agiles Arbeiten, was dann so um die 20 liegt, so Pi mal Daumen. Und genau diese Bereiche sind dann eher schlecht gefördert, vereinzelt gefördert. Und dann gibt es die ganz starken Spezialisten, wenn die Regie einmal bitte runterscrollt. Das sind dann insbesondere die technologischen Kompetenzen, zumindest nach dem Future Skills Framework so benannt, die dann enorm spezifisch sind und zum Beispiel sowas wie Quantencomputing abdecken. Dementsprechend war es jetzt nicht verwunderlich, dass diese in dieser Liste nicht allzu stark vertreten sind. Genau, und mit einem Klick auf so einen Balken kommt man wieder zu der Übersicht, wie wir sie auch gerade bei den KMK-Kompetenzen hatten. Genau, dann noch einmal bitte zurück. Das Digital Readiness Level bzw. die Taxonomie der QA. Ja, und jetzt ganz links. Grad der digitalen Erfahrung. 1 ist komplett analog, 5 ist immersiv, nahezu komplett digital. Das ist an 6 verschiedenen Bewertungskriterien ausgewertet und dann im Rahmen, und wir haben diese Digitalisierungsgrade den einzelnen Projekten zugeordnet. Was uns natürlich sehr gefreut hat, dass im Rahmen von digitalen Förderungslinien kein Material produziert wird, was ausschließlich für den analogen Gebrauch gedacht ist. Im Gegenzug gibt es allerdings auch recht wenig Material, was für den kompletten Online-Gebrauch gedacht ist. Also das immersive Level ist mit 14 recht klein. Allerdings ist das Mittelfeld, das heißt das erweiterte Level, enorm gut vertreten. Und das bedeutet praktisch gesehen so viel wie das Lehrmaterial wird entwickelt für analoge Veranstaltungen, die allerdings maßgeblich digitales Material nutzen, um Lerneffekte zu erzielen. Und zwar in einem Maß, wo die digitalen Mittel enorm wichtig und auch essentiell sind. Nichtsdestotrotz ist es nach wie vor in erster Linie eine analoge Veranstaltung. Gut, ja, dann einmal bitte weiter. Genau, auf die Auswertung KMK-Kompetenzen bitte. So, jetzt wird es ein bisschen interessanter. Wir haben jetzt hier ein Clustering von den einzelnen Kompetenzen, wie viele Keywords solch einer Kompetenz in einem bestimmten Digital Readiness Level zugeordnet wurden. Wenn wir also einmal auf Erweitert klicken, da haben wir 481 bei der ersten KMK-Kompetenz, sehen wir, dass 56 Mal, also 56 Anträge über Blended Learning sich im Bereich der im Bereich des erweiterten Digital Readiness Levels befinden und die Kompetenz suchen, verarbeiten und aufbewahren fördern. Das Spielchen haben wir für alle Kompetenzen einmal
durchführen lassen und man sieht, dass die Verhältnisse sich hier nicht großartig verändern. Es gibt keine Outlier oder dergleichen, wozu ich später jetzt noch einmal kommen werde, denn dasselbe Spielchen haben wir auch für die Future Skills durchgeführt. Genau, hier zeigt sich ein ähnliches Bild, auch wenn es sehr viel mehr Punkte gibt, weil 21 entsprechende Kompetenzen. Und das Verhältnis bleibt auch hier gleich. Wieder durch einen Klick kommt man zu der Übersicht, was denn jetzt genau zugeordnet wurde. Das brauchen wir jetzt nicht noch einmal neu aufrollen, denn damit kommen wir jetzt zur letzten Kachel. Hier gibt es, oder hier haben wir einen Vergleich vorgenommen, noch einmal das, was zuvor getan wurde, und dann nochmal zwischen den einzelnen Frameworks. Das bedeutet, wir haben geguckt, wo gibt es Schnittmengen, die besonders ähnlich sind. Nicht nur in der Zahl, sondern auch in den verwendeten Keywords. Dabei ist herausgekommen, dass sich die KMK-Kompetenz Suchen, Verarbeiten und Aufbewahren der Future Skills-Kompetenz Digital Literacy sehr angleicht, beziehungsweise sie einander inhaltlich sehr ähnlich sind. Und das ist auch durch die jeweiligen Keywords entsprechend abgedeckt, dass sich Produzieren und Präsentieren und Digital Learning angleichen und das Problemlösen und Handeln und die klassische Kompetenz der Lösungsfähigkeit sehr verwandt sind. Daraus lässt sich zum einen zeigen, jetzt komme ich wieder auf das Verhältnis zurück, das Verhältnis bleibt immer ähnlich. Und das zeigt, dass die digitale, beziehungsweise nicht die digitale, dass die Form, wie die Materialien ausgespielt werden, das heißt, ob die Lernerfahrung jetzt sehr analog oder sehr digital ist, keinen maßgeblichen Einfluss darauf hat, ob diese Kompetenz denn jetzt auch tatsächlich vermittelt werden soll oder nicht. Eine andere Sache ist, die wir so an sich erstmal nicht erwartet haben, ist, dass die KMK-Kompetenz Problem lösen und handeln, weil das KMK-Framework an sich ja sich sehr auf digitale Kompetenzen fokussiert, trotzdem eine enorme Schnittmenge hat mit der klassischen Kompetenz in den Future Skills der Lösungsfähigkeit, das heißt kritisches Denken. Und das deutet darauf hin, dass digitale Kompetenzen definitiv nicht alleine stehen sollten, sondern auch immer in einem gewissen Teil mit klassischen Kompetenzen zu verknüpfen sind, beziehungsweise dass viele klassische Kompetenzen, wie zum Beispiel die Lösungsfähigkeit, automatisch auch einen Teil digitaler Kompetenzen abdecken. Man muss es halt nur, man muss nur eine gewisse Transferleistung mitdenken, dass das Ganze ja, zusammenpasst. Wenn wir jetzt einfach mal kurz runterscrollen, sehen Sie hier nochmal jede Menge Text, jede Menge Zahlen. Das ist nur zur Info, dass ich keinen Stuss erzähle, denn da sind nochmal die einzelnen Keywords aufgelistet, die in den jeweiligen Bereichen aufgeführt sind. Das können Sie sich alles nochmal in Ruhe ansehen und damit kommen wir jetzt auch zur eigentlichen Präsentation nochmal zurück. Denn wir haben noch einen letzten Punkt, Clustering nach Herausforderungen, hatte ich vorhin schon erwähnt. Wir haben vier übergeordnete Felder identifiziert. Einmal die organisatorischen Rahmenbedingungen, zum Beispiel Prüfungsordnungen. Umsetzungsanforderungen, wie viele Server brauche ich, um diese verdammten Jupyter-Notebooks betreiben zu können. Konzeptionelle und didaktische Unsicherheit, wie machen wir denn überhaupt für die Digitalisierung oder für eine digitalisierte Welt geeignetes OER-Lernmaterial. Und ich habe zwei Wörter gesagt, digitales Material und OER-Material und beides ist ein Punkt. Also da gibt es in beiden Bereichen noch ordentlich Unsicherheit bei Lehrenden, die gefördert werden aktuell. Und schließlich eine Kontradigitalisierungsmentalität. Man muss manche Leute noch überzeugen, dass Digitalisierung nicht böse ist. Das ist vor allem im Bereich der Erziehung sehr häufig zu finden. Viele Leute, die für beispielsweise Kitas ausgebildet werden, denken noch, dass Kinder vor der Digitalisierung aktiv geschützt werden müssen.
Und da muss man entsprechende Arbeit leisten, um eine Akzeptanz hervorzurufen. So, hier fehlen Zahlen, das ist kein Fehler, das soll verdeutlichen, dass wir da noch im Prozess sind. Die Daten basieren auf 81 ausgewerteten Anträgen aktuell von 329. Dementsprechend ist das lediglich als Tendenz zu verstehen, weil sich das noch grundlegend ändern kann. Diese Kontradigitalisierungsmentalität ist zum Glück sehr gering. Währenddessen ist die konzeptionelle und didaktische Unsicherheit hingegen aktuell Feldführer. Als kleine Übersicht, wo wir uns mit den Problemen der Materialersteller aktuell befinden. So, wie sieht unsere Themenwelt denn jetzt überhaupt aus? Genau, sie ist bei uns auf der Orca-Website zu finden, einfach über das Hauptmenü zu erreichen. Und dafür haben wir erstmal nette Bildchen, können von den Projekten jeweils bereitgestellt werden oder wir nehmen unsere Placeholder. Dann gibt es Teile, die von den Projekten selbst gestellt werden. Das ist der Titel, das ist die Kurzbeschreibung. Das ist der Fachbereich, die Lizenz und der Medientyp. Unsere Arbeit kommt hinzu in Form der zu vermittelnden Kompetenzen, der zu erwerbenden Skills und das Digital Readiness Level. Hier sehen Sie noch, dass das Digital Readiness Level als 1 bis 2 angegeben ist. Das bedeutet, es ist geeignet sowohl als unterstützendes Material für analoge Lehre wie auch für komplett analoge Lehre. Genau, und diese Themenwelt wollen wir weiterentwickeln und deswegen gehen wir jetzt noch mal kurz zurück, um die Einladung, die ich vorhin angesprochen habe, auszusprechen. Wir brauchen nämlich zur Verstetigung Ihrer Materialien, aber auch unserer Themenwelt Feedback. Wir wollen, dass es ein Erfolg wird. Dementsprechend ist die Frage, was gilt es noch zu tun, um eine zielgenaue Ausspielung unserer Materialien auf Orca-NRW, insbesondere unserer Themenwelt, zu optimieren und gewährleisten zu können. Das heißt, wann und wie würden Sie sich präsentiert fühlen? Dazu würden Sie gerne zu Diskussionsrunden einladen. Die erste dazu findet am 11.05. statt. Und wer Interesse hat, kann, die sollte eigentlich weiß sein, uns bitte eine Mail schreiben an events@orca.nrw. Genau. Und hier die versprochenen QR-Codes und Links. Da können Sie jetzt, wenn Sie noch Interesse haben oder auch nicht, wenn ich Sie erschlagen habe, die Handys zücken und einmal abfotografieren. Der Stream hat es leicht mit einem Screenshot. Und dementsprechend möchte ich im selben Zug auch noch mal auf die Tagung hinweisen. Ich hatte ja gesagt, wir haben Problemfelder identifiziert, die wir während der Tagung identifiziert bzw. nicht identifiziert, verifiziert und falsifiziert haben. Das Thesenpapier für diese Tagung ist mittlerweile online und bei uns auf dem Server. Das können Sie sich auch nochmal in Ruhe ansehen, falls Sie dieser Themenbereich interessieren sollte. Und damit bedanke ich mich sehr herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und komme zu einem Ende. Vielen Dank. Vielen Dank, lieber Julian, dass du uns mitgenommen hast auf diese spannende Reise, tief eingetaucht bist in das Thema digitale Kompetenzen. Auch vielen Dank, dass du die Zeit eingehalten hast. War fast eine Punktlandung. Ich glaube, wir können wir eine Frage an die Regie? Okay, also hat jemand eine extrem dringende Frage? Wir haben die Regel, nicht digital first wie bei der FDP, sondern Präsenz first. Also, liebe Damen und Herren, die hier sitzen, haben ein Erstfragerecht. Und wer jetzt? Eine Magdalena Spaute, bitte. Das Mikrofon kommt, eine Sekunde. Ich muss dich aber leider bitten, die Frage sehr kurz zu fassen. Alles klar, danke schön. Mich würde es interessieren, wie es möglich ist, aus Anträgen, die sich auf eine digitale Förderlinie beziehen, Unsicherheiten innerhalb didaktischer Rahmen herauszulesen oder sogar diese Anti-Digitalisierungsmentalität. Ne? Wenn ich mich bewerbe auf eine digitale Förderlinie, schreibe ich nicht rein, ich finde das aber doof. Die Antwort darauf ist recht einfach, weil wir haben es aus dem Text genommen. Also das ist nicht herausgelesen, das ist nicht herausinterpretiert. Das wurde von den Projektantragstellenden genau so formuliert.
dass es beispielsweise erste Anläufe gibt, solche digitalen Lehrmaterialien zu erstellen und dass es deswegen zu Diskussionen gab, wie man das Ganze denn überhaupt machen soll. Und dass bis zum Projektstart da noch keine konkrete Meinung dabei rausgekommen ist und dementsprechend auch keine weiteren Vorschläge bzw. Details im Projektantrag verfasst werden können. Julian, ich muss leider jetzt reingrätschen. Ich habe ja gesagt, wir haben keine Zeit mehr. Aber der liebe Julian ist noch den ganzen Tag hier vor Ort in Bochum. Also sprecht ihn gerne an. Und für alle, die online sich beteiligen, bitte nutzt den Chat. Die E-Mail-Adresse ist lesbar im Chat an Julian und kann gerne genutzt werden. Julian, noch eine kleine Bitte. Meine lieben Damen und Herren, Sie haben hier vielleicht gesehen, das Plakat, das Eventplakat und alle Speakerinnen und Speaker bitten wir, sich dort einmal zu verewigen. Ich gebe dir den Stift. Während du heruntergehst, bitte verewige dich auf diesem Plakat. Wir machen dann in Kürze weiter mit dem nächsten Beitrag. Dankeschön.